Ja, hallo und willkommen zu Gedanken der Zeit. Mittlerweile in Serie 10 angelangt bei Geheimbünde und ich möchte heute mit euch über den Illuminatenorden reden. Und für mich der vielleicht ursprüngliche Hintergrund hinter diesem Orden, was später danach geworden ist, infiltriert worden und so, naja, ist schwer zu beurteilen. Aber ich habe da etwas gefunden, was meiner Meinung in diese Richtung geht. Dass der Orden vielleicht wirklich am Anfang einen völlig anderen Hintergrund hatte und ja, später einfach naja, in das abgerutscht ist, was er heute ist. Ja, darum wird es heute in dem Video gehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, Adam Weishaupt soll den Illuminatenorden gegründet haben, und zwar unten in Bayern, sozusagen. Ja, der Illuminatenorden, lateinisch Illuminati, die Erleuchteten, war eine kurzlebige Geheimgesellschaft mit dem Ziel, durch Aufklärung und sittliche Verbesserung die Herrschaft von Menschen über Menschen überflüssig zu machen. Also vom Grundgedanken her würde ich ja sogar sagen, hört sich das ja gar nicht mal schlecht an, dass kein Mensch mehr über den anderen eine Herrschaft ausübt. Kurzlebig deshalb, weil er wurde am 1. Mai 1776 vom Philosophen und Kirchenrechtler Adam Weishaupt in Ingolstadt gegründet und existierte bis zu seinem Verbot 1784, 85 vornehmlich im Kurfürstentum Bayern. Quelle Wikipedia, also die Quelle kann man da ruhig hinzuziehen, weil das ist ja fast Geschichte, also es wird überall so erzählt. Ja, also wie gesagt, er scheint wirklich nicht lange existiert zu haben, dieser Orden. Und deswegen habe ich mich gefragt, warum ist das so? Entweder die eine Sache ist, im Geheimen natürlich weitergemacht worden und naja, verteufelt worden etc. ist der Orden ja. Und oder sie haben ihn einfach der Öffentlichkeit entzogen und ihn ja sozusagen in die dunkle Seite gezogen, ohne dass man halt weiß, was wirklich mit dem Orden passiert ist. Nämlich, es ist gar nicht das Auge, was dem Orden als Symbol ist, sondern es ist nämlich die Eule. Und es ist eine ganz bestimmte Eule. Es ist die Eule der Minerva oder auch Eule der Athene ist, ein Symbol von Klugheit und Weisheit. Problem ist, man kann diese Eule auf zwei Seiten sehen, nämlich auch als Unglücks- oder Todesvogel gefürchtet. Ebenfalls Inanna hatte ebenfalls diese zwei Eulen und ihr könnt euch erinnern, in einem Video über Bohemian Grove wird er ebenfalls immer noch diese Eule verehrt. Und ja, also man merkt das schon, da ist schon ein Zusammenhang, der ist auch da. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der Ursprung von dem Illuminatenorden wirklich vielleicht ein ganz anderer war oder es war von vornherein eine komplette Täuschung. Das ist sehr schwer zu differenzieren, was da so im Laufe der Zeit passiert ist. Sind ja jetzt über 2, 3, 300 her oder fast 4, auf jeden Fall schon eine lange Zeit, was alles in so einem Orden passieren kann, der über so eine lange Zeit lebt. Nichtsdestotrotz sollen ja die heutigen Illuminati ganz oben in der Pyramide stehen. Aber für mich bleiben sie dennoch nur Handlanger, denn das, was sie meinen, hier zu regieren und von mir aus auch mit Verbindungen in die andere Welt, wie wir auch schon mal gesprochen haben, in der Struktur vom Hyperraum, da geht es eigentlich erst richtig los. Und die bilden vielleicht auch so eine Art Schnittstelle. Und Inanna ist irgendwie auch immer irgendwie mit dabei. Und ich kann ihre, wie soll ich sagen, ihre Position nicht ganz eindeutig erklären, ob sie wirklich böse ist oder ob es eine gute Person ist. Das ist wirklich sehr schwer zu differieren. Dennoch geht es eigentlich erst los bei dieser anderen Seite. Es wird auch darüber das Video kommen, aber ich wollte vorher nochmal über die Illuminaten reden. Ja, hier mal ein Freimaurertempel, wo man ja sagt, dass die Illuminaten
aus Freimaurer aus entstanden sind. Und Freimaurer hat es natürlich schon vor dem 17. Jahrhundert gegeben. Ich denke auch noch viel, viel weit früher, wie es uns beigebracht wird. Dennoch hier mal ein Tempel der Freimaurer, hier das Symbol, das Winkelmaß und ja, das Lineal in 90 Grad Winkel, ja, was man ja braucht, wenn man etwas bauen will. Hier fand ich es mal ganz interessant. Hier unten in dem unteren, ja, Teil der Pyramide, kann man ja ruhig sagen, ist ein Gittergerüst. Also da sind sie irgendwas am Renovieren und für mich war das irgendwie so, das machen sie jetzt auch. Sie müssen unten renovieren, weil immer mehr Leute aufwachen. Aufwachen, blöder Begriff, sagen wir mal, freieren Geist, freieres Bewusstsein kriegen. Dass sie daran arbeiten müssen, dass das nämlich nicht zerbröckelt, denn wenn es nämlich unten zerbröckelt, dann kann es das obere nicht mehr halten und das ganze Konstrukt bricht nämlich zusammen. Aber wir müssen uns nochmal mit dem Untersberg beschäftigen und eigentlich ins 12. Jahrhundert reisen. Das machen wir aber erst gleich, weil ich noch kurz etwas erzählen will. Hier ist die Illuminatenhöhle ebenfalls dort unten in der Gegend und da soll eine Geschichte passiert sein. Und zwar am 27. Juli 1798 versammelten sich 9 Illuminaten in der gleichnamigen Höhle bei Salzburg am geheimnisvollen Untersberg. Sie planten mit Hilfe eines Rituals ein Portal zu öffnen, um in der Zeit zu reisen. Sie sollen wohl auch tatsächlich verschwunden sein und sollten 200 Jahre am selben Tag, weil da die Konstellation der Planeten und so weiter gleich war, wiederkommen. Aber naja, zumindest in der Öffentlichkeit ist es nicht passiert, dass sie wiedergekommen sind. Deswegen kann man das wieder mal schwer beurteilen, was da wirklich passiert ist, aber diese Geschichte soll sich halt zugetragen haben. Ja, und Untersberg ist verknüpft mit der Isais, haben wir auch schon drüber gesprochen, und ich komme auch immer wieder dahin zurück, weil es irgendwo immer ein Teil dieses Puzzleteil ist. Und ja, die zweifache Isais jeweils mit dem magischen Stein Ilor. Und ihr merkt schon so langsam, vielleicht in welche Sprachrichtung es geht. Interessant ist das auch mit den Fuldam, denn Maria, Traute, Sigrun, Gudrun, Heike, wie sie jetzt hier abgebildet sind, hatten auch immer die Haare gehabt, wie die Isais. Und bei Isais ist es nun mal so, naja, laut Legende, sie wechselt ihre Haarfarbe und zwar mit der Zeit des Tages. Und alle diese Frauen hier haben nämlich verschiedene Haarfarben. Hell, dunkel, blond, rothaarig und so weiter. Einer hat auch den Kurzhaarschnitt. Isais wird halt manchmal so dargestellt oder so. Und sie gilt eigentlich als Dämonin, ist aber in diesem Fall nicht negativ zu sehen, sondern einfach nur als ein freier Geist, der sich selbst verwirklicht. Ist ein bisschen kompliziert. Man muss sich mit der Isais-Sage beschäftigen, um diesen Ursprungsnamen etwas besser zu deuten, was bei ihr Dämonin heißt. Ja, und sie ist ja schon vielen erschienen, wie auch damals halt bei diesem Treffen, wo halt auch die Frilldamen kamen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie ebenfalls anwesend war, eine der Damen oder vielleicht sogar gleichzeitig alle Damen repräsentiert hat. Ja, wie ich darauf komme, dass das damit ein bisschen zusammenhängt mit den Illuminaten. Zur Schaffung des neuen Lichtreiches planten die Templer auch magische Mittel einzusetzen. Die Hauptrolle nahmen dabei die Magna Figura mit ihren zwei magischen Steinen ein. Alles beruht auf den männlichen und weiblichen unbewussten Gottkräften Ilu. Es wurde daher ein Stein, der sich in die weibliche Schwingungskraft barg, sowie ein Stein mit männlicher Schwingungskraft benötigt. Es ist mal interessant, Isais ist in die Hölle gegangen, weil nämlich ein Stein davon geklaut worden ist aus Valhalla, den sie dann nämlich mit ihrer Tarnung als Knabe sozusagen wieder aus den Händen, aus dem Thron sozusagen wieder zurückgestohlen hat, wieder zurückgebracht hat und ja, hier sozusagen ins Mittelreich. Durch ihre Verbindung sollte das göttliche Licht aus der magischen Sonne Ilum auf die Erde gezogen werden. Der erste Stein, der schwarz-violette Ilua, überbrachte von Isais. Er birgt die weibliche Lichtkraft. Der zweite Stein, der kristallähnliche Grael, also es kommt von Graal, aus dem Nachlass Nebukadnezars, da kommen wir gleich zu, er birgt die männliche Lichtkraft. Also es waren zwei Steine und es gibt noch Rituale, wo beide Steine in Haare eingebunden werden. Wir haben schon auch über Haare gesprochen.
die da eingebunden werden und dass man damit ja auch ein Portal öffnen kann. Ja, und daraus heraus sind dann nachher die Herren vom Schwarzen Stein geworden, die sich halt bemüht haben, ja, dieses Geheimnis ja zu bewahren, will ich zumindest hoffen. Ich bin da nicht, naja, nicht so ganz firm, was da wirklich gelaufen ist. Aber auf jeden Fall sind daraus die Herren vom Schwarzen Stein erfunden. Und ja, wenn man die Anfangsbuchstaben von Schwarz und Stein nimmt, wisst ihr, was das bedeutet. Es ist nicht nur schwarze Sonne. Ja. Ja, also benutzen wir selber mal ein Zeitportal, um vielleicht ein bisschen Licht in die Dunkelheit zu bekommen. Dafür müssen wir ein Stück nach unten reisen, ins Assyrische, hier mal ein Zikkurat, und zwar in der Gegend von Ninive, wo ebenfalls auch Inanna tätig war. Ich weiß das nicht ganz genau, ob es ihre Hauptstadt war, aber sie war auf jeden Fall auch dort vertreten. Und da möchte ich euch etwas vorlesen. Um 1220 erreicht erstmals die germanische Isais. Das kommt daher immer dort, wo sie auftaucht. Also die ist auch schon in anderen Orten aufgetaucht und dort wird sie dann Assyrisch genannt oder Griechisch genannt. Sie wird dann auch mit der Athene gleichgesetzt. Die setzen halt immer den Ort davor. Hier allerdings im Orient getroffen, wo sich der spätere Templerkomtur Hubertus Koch mit seinem kleinen Trupp Getreue anschickte, vom Kreuzzug heimzukehren. Das ist der, der nachher am Untersberg reist und dort eine Kontur aufmacht. Zuvor aber wollte er auf den Spuren der Kutherer, ich nehme an, dass es die Katharer waren, nach Mesopotamien. Auf dieser Reise durch Mesopotamien während eines Übernachtungslagers im Raume des alten Ninives erschien Hubertus Koch jene Göttin Isais, um die es hier geht. Sie wies ihn von seiner Vision den Weg zu einem fernen Berg im Abendland. Dorthin solle er mit seinen treuesten Genossen ziehen, ein Haus bauen und da warten, bis sie Isais dort erscheinen und wichtige Weissagungen für ein neues goldenes Weltzeitalter geben würde, dessen Weg er uns seinen der Welt befreien sollte. Koch identifizierte dies mit dem mit in der Apokalypse Johannes verheißenden tausendjährigen Reich. Habt das im Hinterkopf, tausendjähriges Reich. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich damit meine. In 5 Jahren, so sprach die Göttin Isais, werde sie zu jenem bezeichneten Berg der alten Götter, nämlich zum Untersberg, kommen. Bis dahin solle er mit den Seinigen dort auf sie und das kommende Werk vorbereitet sein. Er hat da lange Zeit gelebt in der Gegend und hat da gedacht, ja, das wird wohl der Untersberg sein und ist daraufhin halt mit seinen Getreuen dahingezogen. Heute gibt es nicht mehr das Gebäude, es gibt noch eine Kapelle, das zeige ich euch gleich. Es gibt noch ein paar Reste, wo man vermutet, dass dort diese Kontur gestanden hat. Es ist wahrscheinlich erst um 1230 erweitert und dann häufiger benutzt worden. Sicher besaß es eine unmittelbare Anbindung an eine der zahlreichen Unterbergshöhlen, denn in einer solchen ist der Isais-Tempel errichtet worden. Also das bedeutet, dass es wohl irgendwo im Untersberg wohl einen Isais-Tempel gibt. Von dem es heißt, die Ritter konnten ihn durch einen unterirdischen Gang erreichen. Später wurde dieser Zugang von ihnen selbst verschlossen und unkenntlich gemacht. Also irgendwo, vielleicht versteckt im Untersberg, tatsächlich noch eine Isais-Grotte. Also die würde ich natürlich mal super gerne finden. Also ich hätte da zwar eine Idee, aber würde jetzt zu weit führen. Das erste bezeugte Erscheinen der Isais am Untersberg fällt in das Jahr 1226. Von da an sollten die Isais-Erscheinungen 12 Jahre lang anhalten, gipfelnd in der Übergabe der großen Isais-Offenbarung im Jahre 1238. Interessanterweise trifft dies zeitlich ungefähr mit den beiden Templer-Offenbarungen zusammen, die 1235 oder 1236 in Karthago bzw. 1238 im Tempelhof des späteren Berlin erfolgten. Auch gut, mal das so ein bisschen zu studieren, was der Tempelhof nämlich wirklich bedeutet in Berlin. Müsste dann so ein bisschen recherchieren, aber kommt man sehr schnell drauf. Und zwar gleichfalls durch Göttinnen. Am Anfang der durch Isais übergebenen Worte dürfen jene Texte gestanden haben, die unter den Titeln Isais Erdwandern
vom schwarzen Stein, Isais Höllenreise, das ist das, wo sie den Stein zurückgeholt hat, und Isais Ruf ins Ordensbuch eingetragen wurden. Zahlreiche folgende Texte müssen als verschollen gelten. Die haltenden Texte Isais Offenbarung, Isais Gebot und Isais Hoffnung dürfen aus der Schlussphase des Offenbarungszeitraums stammen. Ja, Sekunde. So. Das ist der sogenannte Isaiswaja im Hintergrund, die wahrscheinlich ehemalige Templerkapelle. Ist natürlich nicht ganz klar. Da auch mal ein Foto vom Inneren. Ich selber, wo ich da war, wie es da steht, sie ist öffentlich nicht zugänglich. Ich bin da nicht reingekommen. Ich habe das von einer Internetseite. Da sieht man, wie es halt drinnen ausschauen mag. Ich kann es halt leider nicht referieren, also beziehungsweise klarstellen, weil ich selber nicht in diese Kapelle kam. Aber diese Kapelle und diesen Weiher, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Die sind dort in der Nähe auch vom Ettenberg. Ja, ich glaube Ettenberg, so heißt diese Ortschaft da. Interessant ist, dieses Deckengemälde ist in einer anderen Kirche, die ist frei zugänglich und da kann man das gesehen und das habe ich auch schon mal bei Orbs erwähnt, aber leider das Foto, wo dieses Orbs drauf ist, das so ein bisschen wie so ein Priestergesicht aussah oder ein alter Mönch, finde ich leider nicht mehr, sonst hätte ich euch das heute gezeigt. Naja, auf jeden Fall dieses Deckengemälde, wie ihr seht, wenn man so ein bisschen nach unten guckt, wirkt es auch schon ein bisschen orientalisch. Man sieht das da an dem Sultan, der da sitzt, oder zumindest hat er ja einen Turban auf. Und da sieht er nämlich diesen Illustrator. Und wenn man weiter oben guckt, da wo das Kreuz ist, dann sieht man, die gucken eigentlich noch weiter nach oben. Und wenn man jetzt diesen Ilo-Strahl nämlich verlängert, dann kommt nämlich dieser. Und wenn man diesen verlängert, dann ist das nämlich eine Rune. Und zwar ist das nämlich die Isa-Rune. Isas wesentliche Bedeutung ist das Stadium des Einfrierens jeglicher Bewegung und Entwicklung. Symbol Rune Isa. Da merkt man auch schon wieder, die Namensgebung ist bestimmt nicht von ungefähr. Und ich denke, dieser letzte Balken ist da mit Absicht weggemacht worden. Entschuldigung. Wie geht's? Hey. Komm, alles gut, ja? Entschuldigt. Dass der Balken da extra nicht eingeführt worden ist, aber ihr seht auch dort die Verbindung mit der Namensgebung ist auf jeden Fall ganz klar gegeben. Und das ist bestimmt kein Zufall. Hier auch nochmal abgebildet, dann sieht man es ein bisschen besser. Und wenn man das Symbol natürlich weitermacht und daneben nochmal das gleiche setzt, wisst ihr auch, welches Symbol dann entsteht. Illuminaten. Ilu-Strahl vom Ilua-Stein. Durch ihre Verbindung sollte das göttliche Licht aus der magischen Sonne Ilum auf die Erde gezogen werden. Also ich denke, dass diese Namensgebung von den Illuminaten daher stammt. Es ist mir zu offensichtlich eigentlich. Auch das mit dem Erleuchten, mit dem Lichtstrahl und so weiter. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob vielleicht sogar der erste Orden, der gegründet worden ist, vielleicht sogar wirklich was Gutes hatte und hat sich halt nachher in die Dunkelheit verkehrt. Genau sagen kann ich es nicht, aber für mich ist diese Übereinstimmung, naja, zu groß, dass es Zufall ist, dass sie sich nämlich nach diesem Stein, nach diesem Ilum, auf diese Sonne, nämlich den Namen gegeben haben, die Erleuchteten, was natürlich dann Sinn macht, wenn man halt erleuchtet wird durch diesen Strahl, ja. Vielleicht war da wirklich mal ein guter Grundgedanke drin und naja, es ist wohl in die andere Richtung gegangen. Dann habe ich noch was Interessantes gefunden. Hier unten rechts seht ihr das Wappen an der Kapelle. Zur Ehre der heiligen Dreifaltigkeit, der Himmelskönigin Maria, des heiligen Johannes des Täufers 1710. Hier oben habe ich nochmal geschrieben, Isais Rune. Ja, es ist eine weibliche Form des germanischen und friesischen Namens Ise, also Isa. Oder Ise und bedeutet Eis oder Eisen, das haben wir eben auch schon gehabt, mit dem Eis, mit dem Einfrieren von der Rune. Auch der weibliche Vorname Isa ist eine Kurzform von Isabella. Und von Isabella ist die spanische und portugiesische Form des deutschen weiblichen Vornamens Elisabeth. Elisabeth, der biblischen Person und Mutter Johannes des Täufers, so wie man es da unten auch auf den Siegel sehen. Also ich finde immer, man kann durch gerade Symbolik und durch die Namensgebung kann man eine Menge herausfinden.
Königin Victorias Tod 1901 beendete die seit 1714 während Herrschaft des Hauses Hannover auf dem britischen Thron. Mit ihrem Sohn König Edward VI. Bestieg diesen ein Angehöriger des Hauses Sachsen, Coburg und Gotha. Wegen des innenpolitischen Drucks während des Ersten Weltkriegs aufgrund der deutschen Abstammung sowie der Bombardierung Londons durch die strategischen Bomber des Typs Gotha und der Verwandtschaft der königlichen Familie mit einem regierenden landesfürstlichen Haus des Deutschen Kaiserreichs endete Georg V. am 17. Juli 1917 den anglisierten deutschen Namen Sachse, Coburg und Gotha in die Familie in Großbritannien seit 1840 trug, in den jetzigen Namen Windsor. Also es ist eigentlich eine deutsche Familie und das ist ganz, ganz oft, wenn man sich mit den Adelsgeschlechtern befasst, auch Wittelsbacher, der Name sagt den meisten nämlich gar nichts, haben sehr viele Könige und Kaiser gestellt und zwar quer durch Europa, ebenfalls eine deutsche Adelsfamilie. Wir werden darüber noch eingehender reden und leider wird das wohl irgendwo zwischen den Videos sein. Mit Reptiloiden und so. Ich würde zwar gern vermeiden, aber ich habe da so viele Hinweise und Symbole gefunden, das kann ich einfach nicht leugnen. Und zwar gefallen tut es mir nicht, aber ich bin da schon dran, habe auch schon angefangen mit der Arbeit. Und naja, da wird es vielleicht hingehen, aber ich wollte das mal so als kleinen Vorgeschmack schon mal geben. Der eine oder andere, der sich damit schon beschäftigen will, kann da ja selber ein bisschen schon mal vorrecherchieren. Ja, zum Ende möchte ich noch sagen, wie auch bei Dan Brown mit seinen Büchern und später natürlich auch die Filme. Durch Symbole kann man halt viel finden und hier halt Maria mit dem Symbol der Rose, was auch in Wirklichkeit ein Symbol von Maria ist. Ich finde immer, darüber kann man viel erfahren, muss natürlich nicht immer alles so sein, wie es da steht, aber für mich hat in Ursprung und Tradition gerade diese Häuser das sehr, ja, wie soll ich sagen, ja, sehr nachempfinden, beziehungsweise immer weiter Fortbestand haben, das zu tun. Das wird schon seinen Grund haben und daher denke ich auch, diese Namensgebung mit den Illuminaten wird kein Zufall sein, dass es so stark mit der Isais-Sage verknüpft ist. Also vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein einfach und ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Passt auf euch auf, denkt ein bisschen nach. Wie immer freue ich mich auf eure Kommentare und Fragen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.